Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wie ihr schon lesen konntet, habe ich heute mal wieder ein Haul für euch. Ich habe ein bisschen was eingekauft und das würde ich euch ganz gerne zeigen. Ich entschuldige mich schon vorab für die Lichtverhältnisse, aber wie es halt nun mal bei uns hier an der Küste ist, es regnet momentan wieder. Das ist ein total verregneter Sommer. Oder der Sommeranfang ziemlich verregnet, deswegen ja, kann ich mich dafür nur noch mal entschuldigen. Ich hoffe, ihr könnt alles trotzdem ganz genau sehen, wenn ihr Fragen zu einigen Produkten habt, die ich genauer zeigen soll oder so, dann lasst mich das wissen, dann werde ich gucken, dass ich das irgendwie anders realisieren kann mit dem, ja, mit dem Video drehen, aber hier ist momentan so der einzige halbwegs normale Platz, wo es überhaupt machbar ist. Ja, genau, ich war im DM und ich war auch im Rossmann. Genau, am Freitag und ja, ich habe nicht wirklich viel gekauft, das ist eine halbe Tüte voll und ja, ich würde einfach vorschlagen, ich zeige euch die Produkte, ich habe die hier nebenan schon auf meinem Schminktisch aufgereiht und packe sie dann nachher einfach gleich mal in die Tüte, damit ich sie dann wegräumen kann. Ja, Kassenbon habe ich leider nicht mehr, das heißt, ich werde euch die Preise ungefähr sagen, soweit wie ich sie in Erinnerung habe und ja, ich würde vorschlagen, wir beginnen mit den Sachen, wo ich am wenigsten gekauft habe und zwar am Rossmann. Da habe ich im Rossmann mir zum einen gekauft nochmal von Got2Be Too Sexy Big Volume, dieses Spray Mousse. Das riecht wunderbar nach Himbeer und ja, das war jetzt reduziert auf 2,40 Euro, weil es war grün gekennzeichnet. Ich gehe davon aus, dass es deswegen aus einem Sortiment geht und ja, ich finde, das macht ein wunderbares Haar. Ja, guckt euch meins heute nicht an. Wie gesagt, es regnet, ich war mit den Hund schon draußen und sehe deswegen so ein bisschen aus wie ein begossener Pudel. Aber ich wollte das Video drin jetzt nicht einfach noch aufschieben, nur aufgrund der Haare. Ja, wie gesagt, ich finde das gut und deswegen habe ich mir noch ein zweites Backup geholt und komme da jetzt erstmal auch mit hin. So, dann habe ich mir gekauft, was ich ja öfter benötige. Und zwar von Baby Dream sind es diese Pflegetücher, diese 100 Stück, die kosten ungefähr 99 Cent. Und ja, die finde ich gut. Ich nehme aber auch die aus dem DM, aber je nachdem, wo ich da zuerst bin, kaufe ich sie dann. Und ja, deswegen habe ich sie nachgekauft und ich finde auch die Motive sind wieder voll schön hier so mit den Eulen und so. Und ja, gefällt mir voll gut und ja, finde ich auch ein bisschen besser als die normalen Kosmetiktücher, weil die doch ziemlich schnell reißen. So, dann packe ich das erstmal kurz in die Tüte. So, dann habe ich gesehen, das war auch grün gekennzeichnet. Das heißt, auch dieses wird aus dem Sortiment gehen. Das ist von Essence Ultime, dieses Shampoo von Schwarzkopf, was ja mit der guten Frau Schiffer entwickelt worden ist. Und ich hatte davon eine Probe von dem goldfarbenen und fand das sehr gut. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, werde ich das jetzt einfach kaufen. Das hat anstatt 4,95 nur noch 2,40 Euro gekostet und deswegen habe ich es mitgenommen und das ist ein Mineral Strange Shampoo, das ist, hier steht drauf, messbar gestärkte Haarfasern, 100% Kraft mit Mineral-Resist-Komplex für waches und brüchiges Haar. Seht ihr unten vielleicht nochmal, wenn das nicht zu doll spiegelt. Ja, ich habe es auch gar nicht gebraucht, ich habe auch noch nicht mal dran gerochen. Oh, das riecht so wie so ein Friseurshampoo, also total schön und von daher, ja, ganz gut und freue ich mich schon drauf. Ich werde jetzt aber erstmal die anderen Shampoos, die alle noch angefangen sind in der Dusche, aufbrauchen. Dann habe ich mir noch das zweite davon gekauft, das ist dieses in der pinken Verpackung. Und zwar ist das Crystal Shine Shampoo und hier steht drauf, glamouröser Glanzboost, melanisierte Reflexe mit verflüssigten Kristallen für glanzloses und normales Haar. Und ja, werde ich dann auch. Also es hat einen identischen Geruch, von daher, also wie auch wie vom Friseur, sehr gut. Und ja, freue ich mich schon drauf, das zu verwenden. Ich denke mal, die beiden in Kombination werden ganz gut sein. Denn das Haar, also mein Haar ist sehr, sehr dünn. Sehr dünn und sehr strapaziert durch das Färben und von daher, ja, sind die Sachen gar nicht so verkehrt, denke ich. Und ich hoffe, dass ich sie auch gut vertrage und, naja.
Ja, dann noch eine Sache, die ich mir aus dem Rossmann gekauft habe. Die war die Woche im Angebot für 1,99 €. Und zwar Revital Q10 von Revital Look. Das ist eine glättende Augencreme für anspruchsvolle Haut. Ja, ich hatte jetzt die ganze Zeit diese Hydrocreme davon. Die sollte ja Feuchtigkeit spenden, die war mir aber nicht reichhaltig genug. Und daher habe ich mir jetzt die wieder nachgekauft. Die hatte ich schon mal und fand die gut. Und hier hinten ist auch eine Altersempfehlungsangabe drauf und hier steht 25 bis 40 und da passe ich genau rein und von daher ist es okay. Und dann habe ich mir noch einen Nagellack gekauft von Catrice. Der war reduziert auf 1,75 €. Der ist aus der LE Le Grand Bleu und das ist die Farbe 1001 Underwater Love, also lachen. Ja, ich habe die ha ja, Farbe. Die Nagellackfarbe bisher noch nicht probiert. Ja, das ist so ein, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, kommt jetzt glaube ich ziemlich silber in der Kamera rüber. Aber das ist so ein lila Fliederton und ja. Ich werde ihn demnächst mal probieren. Aktuell habe ich so ein Nageldesign, das habe ich gestern selber gemacht. Ja, da habe ich einfach den von Rimmel, den Hotshot genommen, diesen pinken und mein Nail Art Pen und habe da gestern ein bisschen rumexperimentiert und dann kam das einfach bei raus. Ja, ich weiß, es sieht jetzt nicht so gerade und ordentlich und super aus wie frisch von der Nagelfee, aber ich denke, für den ersten Versuch ist es okay. Also, wenn ihr mal Lust drauf habt, dass ich euch da mal mitnehme, wenn ich da so ein bisschen rumexperimentiere, dann ja, lasst es mich wissen in den Kommentaren, dann zeige ich euch das natürlich sehr gerne. Ja, das war's dann mit Rossmann. Entschuldigt, dann machen wir weiter mit dem DM. Im DM habe ich eigentlich wenig gekauft. Sehr untypisch für mich. Also mehr so Haushaltssachen wie Alufolie brauchten wir und Geschirrspüler und also Geschirrspültabs. Nicht den Geschirrspüler, aber die Geschirrspültabs. Ja, und so Mülltüten und sowas alles. Also total uninteressant. Aber auch ein paar Sachen, die ich finde interessant. Und zwar war ich mit meiner Freundin in der Kinderabteilung. Die hat jetzt zwei kleine Mäuse und ja, da guckt man natürlich auch ab und zu. Und ich habe da was gefunden und zwar von Saubär in dieser niedlichen Aufmachung. Das ist ein Badesalz. Hier steht auch drauf, dass es nicht die Wanne und auch nicht die Haut verfärbt. Und das ist mit Melone und Birne. Und ja, man kann es so ein bisschen schon durch die Verpackung riechen. Und hier hinten ist auch so ein Dufttester. Und ja, es ist sehr, sehr fruchtig, sehr toll für den Sommer. Und ja, freue ich mich schon drauf, es auszuprobieren. Hat gekostet, ich glaube, 95 Cent oder so. Aber ja, sehr, sehr lecker und ja, freue ich mich schon drauf. Dann habe ich mir nochmal nachgekauft das Rasiergel. Caribbean Dreams. Und das ist hier ja mit der Kokosnuss und das riecht auch sehr gut nach Kokos. Ich habe jetzt momentan gerade das mit der Blaubeere stehen und das finde ich nicht so gut. Deswegen habe ich das nochmal nachgekauft, weil ja das Buttermilk Lemon leider aus dem Sortiment gegangen ist und von daher musste jetzt eine Alternative her. Ja, dann habe ich mir noch gekauft einen Nagellackentferner. Das ist der Acetonhaltige. Den mag ich sehr gerne. Der fruchtig-frische Duft, ja, riecht man dann immer erst dann, wenn man, ja, wenn die Nägel ablackiert sind, sag ich mal. Ich habe auch einen Acetonfreien hier rumstehen. Den benutze ich aber nur, wenn ich einfach einen Farblack drauf habe. Aber so wie jetzt, ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ich habe da noch so ein bisschen Glitzer drüber, den man nicht so doll merkt, aber damit geht es einfach schneller und einfacher. Und deswegen den Acetonhaltigen. Wenn ich ganz einfach einen Farblack drauf habe, der keinen Schimmer, keinen Glitzer oder keine grobkörnigen Glitzerstücke irgendwie hat oder Sandlack, benutze ich den Acetonfreien. Ja, dann habe ich mir Duschgel mitgenommen. Und zwar, mir konnte es auch anders sein, Kokosnektarine. Kennt ihr schon von mir, kaufe ich fast in jedem Haul nochmal nach. Kann es sein, dass die Duschgele günstiger geworden sind? Mir war irgendwie so, als ob die früher mal 65 Cent gekostet haben. Und jetzt haben die nur alle 55 Cent gekostet. Kann das sein, dass die eben die runtergenommen hat vom Preis her? Oder kann es sein, dass die aus dem Sortiment gehen, dass die jetzt nochmal neue Sommerduschgele rausbringen und dann nachher wieder die Wintersachen.
Ich weiß es nicht, deswegen, ich habe mir davon nochmal zwei mitgenommen für 55 Cent und zwei nochmal von der limitierten Edition Melon Tango. Ja, das ist jetzt aber nicht alles für mich, sondern meine Schwiegermami, die hat ja jetzt auch bald Geburtstag im August, ist zwar noch ein bisschen hin, aber ja, und von daher habe ich jetzt eins schon für sie mitgenommen und ja, ich mag das ja auch total gerne und kann euch das empfehlen. Also wenn ihr es noch nicht kennt, riecht da unbedingt mehr dran. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. So, dann habe ich mir auch eine limitierte Edition und zwar von Mango Mambo dieses Body Spray mitgenommen. Auch limitiert. Hat gekostet 1,95, glaube ich. Ich mochte den Duft. Vom Duschgel nicht, aber hier ja. Ich weiß nicht, ob da hier irgendwas anders ist oder so. Ja, ist sehr erfrischend. Ich habe das auch schon verwendet. Kann man, glaube ich, so ein bisschen sehen. Werde es mir jetzt aber für die Sommertage lassen, für die heißen und werde es auf jeden Fall auch mitnehmen nach Paris. Das werde ich mir irgendwie noch gucken, ob ich mir das irgendwie in einem kleineren Flakon abfüllen kann. Ja, um das dann mitzunehmen, weil ich denke, so ein Bodyspray macht sich da ganz gut. Auf jeden Fall habe ich mir das mitgenommen. Okay. Ja, dann noch ein paar unspektakuläre Sachen. Ich habe auch noch was fürs Bunny gekauft. Und zwar einmal diesen Crunchy Mix. Ja, habe ich ihr schon gegeben, wie man sehen kann. Von Dein Bestes. Und die waren, glaube ich, irgendwie neu. Haben gekostet 85 Cent. Und das ist mit Karotte, Rote Beete, Spinat, Kürbis, Kartoffeln und was weiß ich nicht, was alles. Und ja, mag sie. Und deswegen habe ich es gekauft. Dann habe ich ihr auch nochmal diese Joghurt-Drops nachgekauft. Die sind so mit verschiedenen, die sind mit Joghurt, Honig und Waldbeeren. Sind auch so verschiedenfarbig. Ja, die mag sie auch. Die kosten, ich glaube, 95, nee, 59 Cent oder 65, irgendwie so. Dann durften noch zwei Knatterstangen mit. Einmal die hier, die sind jetzt mit Gemüse. Exquisit steht da drauf. Und das sind die, die heißen Herzklopfen, die sind mit Aprikose. Ja, sie mag diese Knapperstangen, die kriegt sie zwischendurch. Nein, die Tüte steht. Sorry, wenn das Video wieder total verplant wird, aber so sind meine Videos nun mal. Und dann habe ich ihr noch einmal das hier gekauft. Das ist ein Menü für Zwergkaninchen. Das ist getreidefrei. Sind halt bessere und größere Sachen zum Knabbern drin. Das andere, was ich ihr das letzte Mal gekauft habe, das fand sie überhaupt nicht gut. Das hat sie gar nicht gut gefressen. Deswegen werde ich das dann ja an meine Eltern weitergeben, die auch noch ein paar Kaninchen haben. Vielleicht fressen die das, aber sie mochte das gar nicht. Und deswegen habe ich ihr das jetzt hier gekauft und das hat gekostet 1,99. Ja, und dann noch eine Sache, die ich auch noch mitgenommen habe. Und dann war es das auch mit den Kaninchensachen. Und zwar bunte Knabberkissen, die hier. Das ist wohl eine neue Sorte. Und ja, sieht auch ein bisschen neu aus, die Verpackung. Und ja, die mag sie und die kaufe ich auch öfter nach. Und deswegen, ja, sind halt ihre Leckerchen. Ich komme mit den Leckerchen so 2 Monate ungefähr hin. Von daher, alles gut. So, dann habe ich noch unsere Mundspülung mitgenommen. Die zeige ich euch auch irgendwie sehr, sehr oft. Das ist die grüne von Dontodent. Die kostet 1,15 und ja, die aus dem Rossmann mögen wir nicht. Und die von Listerine ist uns ein bisschen zu scharf. Und deswegen die hier und mitgenommen. Gut, dann habe ich noch drei Sachen und dann sind wir auch durch. Und zwar habe ich mir noch mal mitgenommen von Balea Bademomente Glücksfantasie. Genau, das ist mit Granatapfel. Und ja, es verfärbt sich leicht rot und es schäumt. Und von daher habe ich es mitgenommen, weil das fand ich echt gut. Die anderen Sachen zeige ich euch im Aufgebraucht-Video und dann mache ich da auch kleine Reviews zu. Und also, das war gut, 55 Cent, super investiert, deswegen nachgekauft. Dann eine Sache, wo ich Angst habe, dass sie auch aus dem Sortiment geht. Und zwar habe ich neuesten Video gesehen. Das waren so Previews, was reinkommt und was rausgeht im Sortimentswechsel von Essence und da war aufgelistet die Mascara Get Big Lashes,
In der silbernen Variante. Diese silberne Variante ist bei uns schon sehr, sehr lange aus dem Sortiment. Und die einzige, die der silbernen Variante nachkommt, ist die hier. Diese rote. Und ja, deswegen habe ich sie nochmal mitgenommen, weil ja, es ist meine liebste Mascara. Ich finde die einfach nur Bombe. Und die kostet 2,25 €, hat dieses Bürstchen und ich mag dieses große Bürstchen und die macht bei mir den besten Ausschlag, den, also die formt die Wimpern, die trennt die, die gibt Volumen. Die tollste Mascara für mich. Von daher werde ich mir jetzt davon noch ein bisschen was sichern und ja, ich hoffe halt, dass die tatsächlich nicht aus dem Sortiment geht, weil es war halt für mich ein bisschen irritierend. Wenn die silberne Verpackung rausgeht, die wir aber gar nicht mehr haben, sondern nur die rote, kann natürlich sein, das ist in der Müller-Theke, die haben ja diese ellenlangen Theken, die in Grau gibt, also diese silberne Verpackung, und bei uns halt nur die rote. Ich weiß es halt nicht. Da ich auch keinen Müller in der Nähe habe, kann ich da auch eben dann mal nicht nachgucken. Aber naja, ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine und darüber freue ich mich. Und dann noch das Letzte. Und zwar habe ich mir von P2 aus dieser aus diesem Aussteller, wo es alles so um Nägel, Füße und sowas geht, habe ich mir den Nail Thickener mitgenommen. Das ist ein Gel. Und das soll halt die Nagelplatte so ein bisschen verhärten oder verdicken. Und ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Also ich habe es drauf, aber ich finde, er macht ein schönes Finish. So leicht Gel. Ja, von daher. Ich probiere ihn aus. Ich habe ihn jetzt irgendwie zweimal benutzt, also ich kann noch nicht wirklich viel dazu sagen, aber ja, ich finde ihn auf jeden Fall schon mal ganz hübsch. So, jetzt vom Finish her. Ja, ihr Lieben, das war mein Haul. Ich bin fertig. Ich werde jetzt gleich noch das Aufgebraucht-Video für euch drehen und werde dann zuerst den Haul online stellen und dann halt das Aufgebraucht-Video. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und freue mich auf das nächste Video. Bye, eure Foxy.